Aber die Sachen kriegen wir offenbar trotzdem. Spin! Immerhin 50 Gold. Das hätte besser sein können, aber was willst du machen? Melee Attack plus 10 haben wir gekriegt. Conscription. Wen kaufe ich mir jetzt? Was kann der Exorzist? Ich würde sagen, ich kaufe mir mal einen Exorzist. Ist die einzige Truppenart, die wir noch gar nicht haben, weil ihr müsst euch vorstellen, hier, das ist so die erste Stufe. Und dann haben wir hier so als zweite Stufe dann die besseren. Also das ist der bessere Bogen, das ist der bessere Bauer. Hier kriegen wir wahrscheinlich einen Supermagier, da kriegen wir dann, keine Ahnung, was ein Shotgun-Zwerg oder sowas. Und da weiß ich nicht. Wir sollten vielleicht nicht erst die angreifen, wir greifen jetzt mal den Wald an. Jetzt haben wir hier nämlich Blitz gekriegt. So. Und was kriegen wir? Wir kriegen 30 Gold. So. Mal sehen. Oh Gott, was ist denn das? Blastet die alle mal weg. Diese Unmengen Truppen. 57 Gold und ein Schlüssel. Und hier machen wir Stier. So. Das ist jetzt praktisch nur ein weiterer Magier, habe ich das Gefühl. Von den Fähigkeiten her. Oh, jetzt können wir drei Fähigkeiten machen in diesem letzten Kampf. Es ist jetzt nur wie mal ein Brand, dann machen wir einen Blitz und dann noch Schwerter. Haha! 87 Gold! Naja, immerhin. Yay! Und unser Land erweitert sich immer. Ich frage mich, wenn wir das Land hier fertig haben, kriegen wir dann eine weitere Insel noch, auf der wir kämpfen können? Würde mich interessieren. Haben wir jetzt an Artefakten, wir haben nichts weiteres dazu gekriegt. Oh, Feuermagier 2. Naja, das ist ja... wunderbar. Warte, ich kaufe mir noch einen weiteren Ritter. Setz ihn dann dahin. Dann setz ich den dahin, den da und da machen wir hier noch so einen. So als zweite Reihe praktisch. Wenn die erste Reihe weg ist. Auf ins Eisland. Als erstes machen wir mal Schwerter. Alter. Die erstmal weggefetzt worden. Wisst ihr was? Ich mach dann gleich noch so einen hinterher. Und? Ja, da ist hier schon einer gestorben im Bogen. Haha. Ein Ticket. Hier mache ich den Stier. So. Dann. Oh, hier ist ein Ritter ist gestorben. Nein. 58 Gold. So. Feuer und Blitz.
Nein. Gott, wir haben noch eine Runde vor uns. Jetzt haben wir nur noch 3 Kräfte, weil alle anderen Truppen verkackt haben. Hier! Nein! Nein! Wir müssen uns weiter vorbereiten. Glücksrad sagt... Oh, no. Artefakte, haben wir da was Neues? Nein. Conscription. Wen machen wir uns hier? Wir machen... ich kaufe mir gerade noch einen Ritter. Dann haben wir nämlich 3 Ritter hier vorne. So, dann haben wir hier jetzt hier Nahkampf und mehr Super-Fernkampf. Und hier haben wir dann die Fernkampf-Gruppen und den. So. Dann probieren wir das gerade nochmal. Mit 3 Rittern jetzt. Weil Ritter sind besser als normale Bauern, würde ich behaupten. So. Wir eiskalt in der Runde kein einziges Leben verloren haben. Wir setzen uns in Brand. Battle 2 von 4. So. Haut sie nieder. Und was kriegen wir? 42 Gold und nichts weiter. Jetzt nehmen wir Stier und Blitz. Die anderen regenerieren sich solange zum nächsten Runde. Der Blitz ist zwar ein bisschen unnötig, muss man sagen, wenn der nur einen trifft, aber. Gut, besser als nichts. Nein, einer ist gestorben. So, 57 Jolt. Als nächstes nehmen wir die beiden. Und dann wahrscheinlich noch den, wenn der so weit kommt. So, nein, ein Ritter ist verkratzt. Brennt sie nieder! Yay! 65 Gold! Sieg! Juhu! Jetzt können wir nur noch das machen erstmal. Was denn? Wir haben keinen freigeschaltet, wir haben nur Gold gekriegt. Wie traurig ist das denn? So, dann würde ich sagen, wir beenden unsere erste Front aus vollständig Ritter. Setzen den Bombenmeister dahin. Dann stehen die praktisch auf so vielen drauf, weil immer die untersten sterben ja zuerst, so wie ich das gesehen habe, und dann sind die möglichst lange am Leben. So, als erstes machen wir mal die beiden wieder. Ja gut, Trail auf. Und das kriegen wir 27 Gold. Das ist ja mal ein ziemlich schwaches Ding. Die setzen wir in Brand. Wir haben 2 von unseren Buggies getötet. Das können die nicht machen. Gold, und als nächstes nehmen wir die beiden. Ja gut. Nein, die Cookies sterben dahin. Nein, unser Bombenmann ist tot. Und ein Ritter übrigens auch, sehe ich gerade.
wir jetzt irgendwie Gold gekriegt, glaube ich. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Werden wir das schaffen? Feuer! Ja! 79 Gold und Sieg! Juhu! Alter, unser Land erweitert sich ja ganz schön. Wen können wir jetzt auch noch hin? Wir könnten hier einen Bomber 2 und einen Feuermagier aufsparen. Wisst ihr was? Ich kaufe mir mal gerade so einen. Dann haben wir nämlich hier einen besseren Bogenschützen auch mal. Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, glaube ich. Ja, wir müssen noch hier die... Ach, hier gibt es ein Zelding? Ach ja. Oder... Ja gut, da kann man die wahrscheinlich verkaufen, die Truppen. Aber momentan behalte ich die erstmal. Level 10. So, und tot. 35 Gold und das war's. Nein, ein Ritter ist verkratzt. So, 66 Gold und das war's wieder. Mensch, voll undankbar wird das Spiel hier. Früher haben wir mehr... Oh Gott, was ist denn das? Einen fetten Ent haben die gekriegt. Na los, mach den fertig. Nein. Ach, den werden wir los. So. 89 Gold und ein Schlüssel. Und ein Ticket. So, jetzt kommen wir mit all unserer Macht. Wir haben schon wieder einen End. Und wir haben die Angriffe. Also, der End nimmt dadurch Schaden. Da er aus Holz ist, sollte der besonders Schaden nehmen. So. Und nochmal Stier. 102 Gold. Sieg! Yay! Spin. Die. 150 Gold, Alter, wir sind reich. Und wir haben einen neuen Platz gekriegt. Conscription. Jetzt könnten wir uns so einen Mönch holen. Wir können uns einen Superbomber holen oder einen Supermagier. Ich glaube, ich hole mir einen Supermagier. Und noch so einen. Dann nehme ich den mal raus und setze den Supermagier ein. Und hole den da. Dann nehme ich den raus und setze den da rein und mache den vielleicht noch da. Dem können wir gerade nichts anfangen, deswegen verkaufen wir den. So. Aber die ganz Schwachen werden wir sowieso langsam alle loswerden müssen. So, hier geht's in das Eisland. Level 11. Oh Gott, was haben die denn hier? So ein Hulk.
Bei denen sind wir losgeworden, diesen Hulk. Und, was kriegen wir? 36 Gold. Also ich hatte mir mehr erhofft. Und da verkratzen sie am Feuer. Leider einer von uns auch. Wir haben ja noch ein paar Ritter. Und 86 Gold, 68 Gold und ein Schlüssel und ein Ticket und eine, was auch immer das war, wahrscheinlich so ein mehr Gold, super Ding. Würde ich jetzt vermuten. So. Da ist einer von uns verkratzt und noch ein Ritter ist verkratzt. Und ein, der Typ hier oben ist verkratzt. So. Und was kriegen wir? 92 Gold. Na, immerhin. Yay. 104 Gold. Juhu!